Oh Mann, DML-Lautsprecher. Da habe ich was angefangen. Naja, vielleicht taugt das Material noch als Knicke. Gut. Hallo, moin moin, servus, grüß Gott, wo auch immer ihr herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Heute, ich habe einen Puzzle im Mund, heute soll es gehen um das Thema DML. Der Fussel kam übrigens vom Abbeißen gerade eben. Uah, eklig. DML, was ist das? Wer es noch nicht weiß, ich habe es zwar zweimal angekündigt in den Videos und kurz drüber gesprochen. DML-Speaker sind Distributed Mode Loudspeaker übersetzt. Es werden damit sozusagen ja, ganze Flächen zum Schwingen gebracht. Und das macht man mit kleinen Lautsprechern, die keine Membran haben. Sie schwingen nur und bringen dadurch Flächen zum Schwingen. Ich habe hier hinten welche drauf, zwei Stück. Einfach mal aufgeklebt. Die werden normalerweise nur geklebt. Und wenn die halt anfangen zu schwingen, schwingt die ganze Fläche. Das ist der ganze Trick bei diesen Dingern. Die kann man schön flach als Wandbild aufhängen. Es gibt viele, viele Videos im amerikanischen Sprachraum, wo sowas gezeigt wird. Es gibt von einem Kanal Videos, die da auch ernst zu nehmen sind, weil sich damit dann mit Resonanzen beschäftigt wird und wirklich Messungen zu sehen sind. Tja, aber der Hochtonbereich von diesen Dingern, damit bin ich persönlich nicht zufrieden. Ich habe es im letzten Video schon kurz angesprochen, dass ich da ein bisschen experimentiere mit dem Hochtonbereich. Und ich habe jetzt hier einen Aufbau, der unter Umständen funktionieren kann. Wie sieht das aus? Normalerweise, wie gesagt, werden die Dinger direkt aufgeklebt hier auf eine Fläche. In diesem Fall habe ich jetzt zwischen diesem Exciter, sagt man, und meiner Schwingfläche zusätzlich noch eine kleine dünne Kunststofffolie mit eingeklebt dazwischen. Die kann nach vorne rausstrahlen. Hier ist ein Loch drin in dem ganzen guten Stück. Ja, und mein Gedanke ist hier jetzt im Grunde, dass ich dadurch mehr Hochtonenergie abstrahlen kann, weil die hohen Töne an der Stelle halt direkt abgestrahlt werden können. Ähnlich wie so ein Schwörkonus bei so einem älteren Breitbänder, das kennt ihr vielleicht, dass da so Papierkonusse, Konusse ist das richtige Mehrzahl, dran sind. Koni oder Konusse? Soll ich jetzt wirklich sagen, schreibt es mir in die Kommentare? Ich kann auch googeln. Schon gut. Konus oder Koni? Egal. Wir wollen das heute ausprobieren. Kommen der mehr Höhen raus. Vorab ganz kurz: Video letzte Woche, da ging es um Dämmmaterial. Vielen Dank für eure vielen, vielen Kommentare und Tipps, die ihr da untergeschrieben habt. Und ein Tipp kam mehrfach. Und zwar, wer Lautsprecher dämmen möchte und nicht so ein Flusenzeug haben will, wie ich da mit dem IKEA-Kissen, der solle doch nehmen oder mal googeln und mal schauen nach sogenanntem Rollvlies, hieß es, glaube ich. Das heißt im Grunde, ja, Volumenvlies. Volumenvlies wäre der richtige Name. Und das wird oft genommen zum Füllen von Sofas. Das ist dann schon eine gewisse Struktur. Das sind richtige Matten, die man da kaufen kann. Und ganz ehrlich, eigentlich ziemlich, ziemlich ähnlich diesen Hi-Fi-Dämmmatten, die ich da letzte Woche auch vorhatte. Müsst ihr mal schauen, müsst ihr mal nachgoogeln, wer das Video nicht gesehen hat. Ich verlinke euch das gern nochmal hier und schaut auch unbedingt in die Kommentare mit den vielen Tipps zum Dämmmaterial. So, jetzt also DML. Wie habe ich es aufgebaut? Mit diesen zusätzlichen Schwörlappen, Schwörlippe, wie auch immer. Zeige ich euch, die Kamera laufen lassen, Stimme kommt ein bisschen aus dem Hintergrund und jo, wenn der Aufbau durch ist, dann messen wir das Ganze einfach mal. Tja, als allererstes, man soll es kaum glauben, habe ich so ein Blisterpack genommen, so ein zähes Mistding, das kennt ihr sicher auch. Da war mal ein Kabel drin eingepackt. Da schneide ich mir jetzt erstmal großzügig an einer planen Fläche ein schönes Stück Kunststoff raus.
Wenn man sich nicht ganz so doof anstellt, dann hat man hinterher auch keine Wunden am Finger. Grässliches Zeug, diese Blisterpacks. Grässlich. Aber für den Zweck vielleicht ganz sinnvoll. So, da habe ich schon mal so ein Stückchen. Und jetzt als allernächstes zeige ich euch mal, wie dick das ist. Das ist 0,4 mm dick. Also 4 Zehntel Millimeter dick. Jetzt messe ich mal den Durchmesser von diesem Exciter, von dem Klebebereich. Das sind bei diesem Modell, was ich da benutze von Monacor, 33 mm etwa. Ja, diese 33 mm Abstand male ich mir jetzt mal hier auf meine rausgeschnippelte Folie. Dann lege ich auch gleich mal so ungefähr die Länge fest, die ich mir da vorstelle. Das sind hier in meinem Fall 9 cm. Also 0,4 dick, 9 cm lang, 33 mm breit. Jetzt nehme ich hier mal meine Hilfslupe. Die hat gerade mal so den richtigen Durchmesser. Brauche ich keinen Zirkel nehmen. Jetzt habe ich mir ungefähr die Form angemalt. Eine Schere und schnibbel mir das Ganze mal zurecht. Zack. Bisschen schick die Rundung machen. Und fertig ist die Hochtonlippe. Wunderbar. Könnt ihr sehen. Ja, jetzt habe ich hier einen, ja, ich sag mal, gebrauchten Exciter. Nehme doppelseitiges Klebeband und schneide mir jetzt erstmal wieder ein frisches Stück Kleber sozusagen ab. Der Kleber, der drauf war, der ist dann mittlerweile, hat das Zeitliche gesegnet durch meine Versuche. Also muss man ab und zu dann einfach mal neu bekleben, das gute Stück. Ja, wunderbar. Bisschen mit Alkohol den Kunststoff reinigen, damit es besser klebt. Aufsetzen. Und fertig ist die Hochtonlippe. Sieht doch ganz gut aus. Ja, jetzt wende ich mich dem Polystyrol, der Hartschaumplatte zu. Gleiches Spiel im Grunde hier. Das ist in etwa jetzt die Kontur, die ich da aufmale, die meine Hochtonlippe auch hat. Vielleicht ein bisschen größer male ich es auf. Dieser Bereich soll weg. Der Kreis unten bleibt stehen, oder links. Ruckzuck einen passenden Forstnerbohrer, den habe ich Gott sei Dank. Muss ich nicht lange schnippeln. Damit ist die eine Rundung schon mal drin. Den Rest mache ich mit dem Cuttermesser. Und wie gesagt, die Rundung, die jetzt rechts ist, bleibt stehen. Da wird der Exciter aufgeklebt. Immer schön auf die Finger zuschneiden, ne? nehme ich lieber weg. Ja. Und wenn ihr ein scharfes Messer habt, ist es eigentlich auch kein Problem. Irgendwann kann man es rausbrechen. Könnt ihr noch ein bisschen weiter nachfeilen, wenn ihr wollt. Von der Vorderseite, ja, so rein optisch, mache ich so eine kleine Schräge daran. Hochdran könnte ich jetzt sagen, das Ding hat eine Hornfunktion, aber das spare ich mir dann lieber. Es gibt Gelächter. Jetzt nehme ich hier ja, sehr, sehr dickes doppelseitiges Klebeband. Ziemlich ekliges, klebriges Zeug, aber hält wie Hupe. Und da klebe ich jetzt gleich den Exciter drauf, zusammen mit dieser Hochtonlippe. Und die liegt direkt dann vor der Öffnung.
So, jetzt konntet ihr sehen, wie ich das aufgebaut habe mit der zusätzlichen Hochtonlippe, sage ich mal. Und hier auf dieser Polystyrolplatte habe ich das aufgebracht. Das ist jetzt nicht die ideale Größe. Normalerweise sollen die Dinger größer sein. Aber ich sagte ja schon, mir geht es jetzt erstmal nur um die Hochtonperformance und nicht um irgendwelche genauen Platzierungen auf irgendwelchen Platten verschiedenster Materialien. Für mich erstmal nur Hochton jetzt. Ich habe dazu gepackt hier einen zweiten Exciter. Der ist quasi ja, in genau dem gleichen Abstand wie dieser zu den Kanten. Das heißt, von den Masseverhältnissen ist das ungefähr gleich. Der ist halt ohne zusätzliche Hochtonlippe, wie vorgesehen, sage ich mal, direkt aufgeklebt. Und hier das Ding mit Hochtonlippe. Die wollen wir jetzt beide mal messen. Mein Messmikrofon habe ich hingestellt hier. Und hier habe ich so einen kleinen Schraubstock. Klemme ich das mal drin ein. Da ist es mir jetzt auch erstmal egal, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, dass ich es unten festmache. Man soll nämlich diese Teile normalerweise, wenn man es macht, so richtig schön frei aufhängen, sage ich mal. Mit kleinen Haltern an Fäden am besten, dass das Ding völlig frei hängt. Dann hat man am wenigsten Dämpfung und das Ding kann richtig schön schwingen. Aber das ist, wie gesagt, heute nicht unser Thema. So, ich habe es hier mal eingespannt. Das Mikrofon ist hier gegenüber von der Platte, so leicht außer mittig ist das, könnt ihr von da jetzt nicht sehen. Und ich würde sagen, wir machen mal eine wunderbare Messung des Amplitudengangs. Ich klemme hier mal mein Messkabel an. Na, ich glaube, so wird das was. Einmal, zweimal. So, ach, Messgerät läuft noch. Zack. Meine Stöpselbox schmeiße ich an. Wir sind auf Response-Messung. Und REW läuft hier auf dem Bildschirm auch schon. Und schon sagen wir, wie schon so oft hier auf dem Kanal. Wir messen eine Runde. Also, Measure, SPL. Ich habe hier eingestellt den Frequenzgang jetzt ab 800 Hertz. Alles, was sich darunter abspielt, interessiert mich heute nicht. Aber ich denke, bei 800 Hertz kann man ganz gut messen, das Ganze. Und ja, minus 18 dB eingestellt hier, ein bisschen leiser. Und jetzt sage ich Start. So, jetzt meckert er wieder wegen den Pegeln. Und das ist auch kein Wunder, weil ich mal wieder zu doof war, meinen Mikrofonvorverstärker einzuschalten. Also hole ich das mal schnell nach. Hoffentlich hat es keiner gemerkt, ne? Die Messung kann ich also löschen und wir machen es nochmal. Measure, Start. So, jetzt habe ich auch keine Fehlermeldung bekommen. Und was ihr hier jetzt auf dem Bildschirm seht, ist der Frequenzgang von diesem Exciter hier auf dieser kleinen Platte. Es ist hier unten ein Resonanzgebilde. Das sind genau die Sachen, an denen man vielleicht nachher so ein bisschen kämpfen kann, wenn man den Rest so weit im Griff hat. Die Hochtonperformance interessiert mich aber ganz besonders hier. Und da könnt ihr tatsächlich sehen, dass hier so ab 5 Kilohertz eine abfallende Charakteristik da ist. Und ich sag mal hier so 7, 8, 9, 10 Kilohertz. Ja, da liegen wir sage und schreibe hier bei 80 dB und hier im Mittel bei 95. Das heißt, der Hochtonbereich ist 15 Dezibel leiser als der Mitteltonbereich. Und das ist einfach zu viel. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, das kann ich korrigieren mit einem DSP, kann das hochziehen. Aber also meines Erachtens ist es ein bisschen viel Fehler, um den zu korrigieren, muss ich sagen. Aber wir haben ja Abhilfe geschaffen mit unserer Hochtonlippe. Und da würde ich sagen, nicht lang schnacken. Ich werde das mal schnell jetzt hier mal umklemmen und dann messen wir den gleichen Exciter, also die gleiche Bauart, gleiches Modell, gleiche Charge sogar, nochmal mit dieser Hochtonlippengeschichte, deren Aufbau ihr ja betrachten konntet. Also meine Kabel wieder ab. Und jetzt brauche ich das Ding hier wirklich nur einmal drehen, das gute Stück. So. Jetzt hat sich hier nicht viel geändert von der Geometrie her und von der Masse auch nicht.
Und jetzt habe ich hier gegenüber vom Messmikrofon direkt meinen Exciter mit der Hochtonlippe. Okay, das Ganze wollen wir natürlich jetzt auch mit einem Messsignal versorgen. Das darf ja nicht fehlen. Das kriegen wir auch ruckzuck hin. Rucki zucki an die Klemmi. Zack, zack, zack. So, schön. Ist angeschlossen und die Spannung ist kaum auszuhalten. Wird hier jetzt mehr Hochton rauskommen? Wird hier deutlich mehr Hochton rauskommen? Wollen wir mal sehen. Ich starte einfach meine Messung. Alle gleich die Einstellung hier und sage Start. Ja, habt ihr gedacht, ich schalte hier jetzt Werbung an der Stelle, ne? Ja, habt ihr gedacht. Habe ich aber nicht. Ha. Sowas macht man doch nicht, oder? Lasst uns schauen. Meine zweite Messung. Wie sieht die jetzt aus? Wir können sehen, dass ich hier in etwa die gleiche Resonanz habe. Und hier sieht es doch ein bisschen anders aus. In diesem Bereich. Ich kann mal die zweite Messung dazu holen. Und ja, was sehen wir jetzt? Wir können jetzt sehr schön entdecken hier, dass unsere zweite Messung insgesamt etwas leiser ist. Warum ist die zweite Messung leiser? Das konntet ihr beim Aufbau sehen. Normalerweise wird dieser Exciter ja mit einem sehr, sehr dünnen Klebeband oder doppelseitigen Klebeband an die Platte befestigt. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, meine kleine Hochtonlippe mit dünnem Klebeband sozusagen an den Exciter befestigt. Aber dann zwischen dieser Lippe und meiner Platte, da habe ich so ein ziemlich dickes doppelseitiges Klebeband. Habe ich es hier irgendwo liegen? Nee. Aber ich glaube, konntet ihr im Video ja sehen, das ist so ein graues Zeug. Ich glaube, das habe ich mir beim Lidl mitgenommen. Ist ein ziemlich klebriges, kräftiges Zeug. Dadurch ist natürlich eine gewisse Dämpfung jetzt da. Das heißt, die Frequenzen, die Schwingungen werden nicht mehr so gut weitergegeben an die Platte. Dadurch wird es einfach leiser. Und das ist genau der Effekt, den wir hier sehen. Schauen wir uns jetzt mal die Hochton-Performance an, ob meine Lippe was gebracht hat. Das können wir gerne mal machen. Und da können wir auch sehen, dass dieser starke Abfall hier jetzt nicht mehr da ist, den wir hier drin hatten. Das ist jetzt ein sauberer und gleichmäßiger Abfall. Ich würde sagen, ich fahre die blaue Linie jetzt einfach mal ein bisschen hoch hier, damit wir gleiche Verhältnisse haben und tatsächlich den Hochtonfrequenzgang vernünftig vergleichen können. Insgesamt, ja, ist meine zweite Messung mit Hochtonlippe etwas leiser und das werde ich jetzt korrigieren. Lass uns einfach mal hochschieben. Das war ja Measurement Actions hier. Dann suchen wir uns die Messung raus. Das war die zweite Messung jetzt. Und die schiebe ich jetzt hier mit diesen Reglern einfach ein bisschen hoch, bis es so in etwa zu der grünen Messung passt. Ich würde mal sagen, so können wir es machen. Okay. Und wenn ich jetzt nochmal das Ganze hier vergleiche, ja, dann sehen wir, dass hier bei 3 bis 4 kHz die Hochtonlippe etwas weniger Performance macht, dafür diesen starken Abfall nicht hat, den der grüne hat, die erste Messung. Und hier dann wieder deutlich mehr Pegel macht im Bereich 6 bis 7 Kilohertz. Und ja, da sind das dann hier so um die, ich sag mal, 3 dB Gewinn. Es fällt insgesamt sehr viel gleichmäßiger ab und hat über 10 Kilohertz nachher auch wieder raus mehr Pegel. Das bedeutet, die Hochtonlippe funktioniert. Also, wer sich mit diesen Excitern beschäftigt, für den wäre das vielleicht mal eine Idee, das so aufzubauen, wie ihr das gerade eben vorhin gesehen habt in meinem Bauvideo. Einfach mal ein Loch machen in die Platte an der richtigen Stelle und ein Material dort schwingen lassen. Wie gesagt, bei mir, ich hatte es ja vorhin gesagt, ein Blisterpack, 0,4 mm Kunststoff, das ist dieses zähe Zeug, einfach dazwischen geklebt und schwingen lassen. Ich habe noch weiter experimentiert. Ich habe versucht, den Hochtonpegel hier noch ein bisschen weiter rauszukriegen, hinzukriegen und bin dann komischerweise, man kommt auf die dümmsten Ideen, wenn man fummelt, habe die Kroko-Klemme genommen hier
habe meine Plastiklippe hier vorne mal so ein bisschen rausgebogen, habe die Klemme ran gemacht. So, und habe jetzt hier im Grunde so eine Gewichtsvorspannung drauf auf dem guten Stück und habe dann einfach noch mal eine Messung gemacht. Möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich sag Measure, ich sag Start. Zack. So, auch diese Messung ist natürlich hier unten rum wieder etwas leiser, weil der Exciter besser entkoppelt ist. Auch das werde ich mal ganz fix ein bisschen hochschieben hier. Dann sehen wir einfach mehr. So. Okay. Ja, und da könnt ihr vielleicht sehen, dass es grob gesagt etwas mehr, wie soll ich sagen, etwas weniger Welligkeit das orange Ding drin hat als die blaue. Dass es vielleicht noch ein bisschen gleichmäßiger hier abfällt zu den hohen Tönen hin. Ja. Und jetzt kommt mein Fazit. Ich habe mit dem Ding jetzt ja im Grunde schon ein paar Wochen. Ich habe euch die letzten Videos ja immer kurz auf dem Laufenden gehalten, rumgefummelt. Ich habe diese Exciter drauf gehabt auf Buchensperrholz, verschiedene Dicken. Ich habe den Exciter jetzt drauf gehabt auf dem Polystyren, auch mehrere Dicken. Ich habe ja sehr viel mit der Position gespielt. Wenn ihr diese Exciter im Grunde euch selber anschafft, mit rumfummelt, was ich empfehle, davon ab. Müsst ihr auch gleich dran denken, dass ihr eine ordentliche Rolle doppelseitiges Klebeband euch besorgt. Weil ihr werdet das Ding immer wieder abnehmen, das klebt dann nicht mehr, ihr müsst eine frische Schicht Klebeband drauf machen, das dann wieder woanders platzieren, wieder messen, rumprobieren, machen und tun. Es macht tierisch Spaß, aber es kostet auch viel Zeit. Und ich habe es anklingen lassen. Streichinstrumente haben mich umgehauen von diesen Dingern. Ein schönes Cello, eine Geige auf einer großen Platte gehört, ist grandios. Allerdings fehlen mir die hohen Töne. Eine richtig vernünftige Basswiedergabe würde ich diesen Dingern auch nicht assistieren. Das heißt, man sollte sich vielleicht, wenn man damit vernünftig Musik hören will, einen Bass dazu packen. Ich denke, ohne geht's nicht. Auch im Bassbereich starkes Manko. Aber es ist ein super, sehr breitbandiger Mitteltöner. So möchte ich es mal ausdrücken. Und für eine Hintergrundbeschallung, für eure Terrasse draußen, zwei so eine Dinger an die Wand hängen, für ja, alle Leute, die nicht mit geschlossenen Augen sabbern vor ihren Lautsprechern sitzen wollen, sondern einfach nur ziemlich gut eine Raumbeschallung haben möchten, ist das für mich eine ganz dicke Empfehlung. Und deshalb werde ich euch auch den Exciter, den ich hier benutzt habe, der ist in dem Sinne baugleich mit einem Modell von Dayton. Ich habe das Ding von Monacor benutzt. Ich werde euch den unterm Video verlinken, ganz klar. Ich denke mal, die Dayton und die Monacor-Modelle nehmen sich da nicht viel. Es gibt einen großen Hersteller, der die Dinger baut und ich denke mal, die kaufen beide bei dem ein, sagen wir mal so. Ich hatte den von Monacor, möchte mich bei Monacor bedanken, die haben mich damit unterstützt mit den Teilen. Und jetzt die große Frage, mache ich damit weiter? Und da muss ich euch sagen, dieses Video ist ein Einteiler. Dieser Teil ist der erste und der letzte Teil zum Thema DML. Auch das hat einen Grund. Meine Ohren sind halt anders drauf. Ich bin jemand, der gerne vorm Lautsprecher sitzt, sich vom Bass wegschaufeln lässt, brillante, feine Höhen gerne hört und natürlich auch einen guten Mitteltonbereich, was die Dinger zweifelsohne machen. Aber ich müsste das Ding jetzt aufbauen mit einem zusätzlichen Zap. Ich müsste es aufbauen mit einem zusätzlichen Hochtöner, weil diese Abweichung, ja, die möchte ich hier nicht korrigieren über ein DSP, das ist mir einfach zu viel. Und es ist nicht im Sinne des Erfinders. Im Sinne des Erfinders ist sowas als Standalone-Geschichte und das entspricht nicht
den Ansprüchen, die ich daran habe. Trotzdem, geiles Spielzeug und für alle, die nicht so high-endig angehaucht sind, super Empfehlung, probiert's aus und hört unbedingt mal Streichmusik. Unbedingt. Ja, Thema erledigt mit DML von meiner Seite aus. Wer da jetzt mehr erwartet hat, sorry, ich möchte nicht damit weitermachen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Horido, macht's gut, haut rein. Tschüss.